Irrenhaus. Dann muss man sich anständig benehmen. Ich mag dich gerne, wenn du so bist. Ich mag dich aber nicht mehr. Die Geschichte von Kaiserin Sissi wird ja immer wieder neu erzählt. In dem neuen Film Sissi und ich wird das Ganze allerdings aus der Perspektive ihrer neuen Hofdame Irma erzählt. Bei der Premiere in Wien waren wir mit dabei. Wie würden Sie denn die Beziehung zwischen Sissi und Irma beschreiben? Sie versucht, freundschaftlich zu sein, würde ich sagen. Oder es könnte den Anschein haben, dass Sissi bestimmt auch ein Stück weit, immer wieder auf jeden Fall. Und auch ehrlich gemeint. Aber ich glaube nicht bis in die letzte Konsequenz. Weil die eine ist eine Kaiserin und die andere ist eine Angestellte, um es so salopp zu sagen. Ich glaube nicht, dass dort wirklich eine Freundschaft entstehen kann, wie wir vielleicht das darunter verstehen. Also es war die berühmteste Frau der Welt zu diesem Zeitpunkt und ich denke schon, dass die Irma das natürlich auch wusste, ja. Ich finde, es ist ein Film, der sehr nahe geht, also sehr intim bei den Figuren ist, ohne dass es irgendwie unangenehm wird und ohne, der Blick urteilt nicht. Also er zeigt einfach alles, die ganze Bandbreite von all diesen Beziehungen, die da sind, das Schöne und aber auch das Schlimme. Und es ist aber einfach so. Ich finde, das ist vielleicht eigen. Es war in ihrer Gegenwart, als habe jemand alles Licht der Welt auf einen gerichtet. To stay a while and save. Elisabeth! Es werden ja doch sehr, sehr aktuelle Themen angesprochen. Es geht um Essstörungen, es geht um gesellschaftliche Normen, die hinterfragt werden. Warum ist das wichtig, dass man eben darüber auch spricht, obwohl es in einer sehr, sehr anderen Zeit spielt? Ach, ich glaube, das ist immer noch allgegenwärtig. Also das Definieren über den Körper, unter welchen Druck man da geraten kann oder im Fall von der Elisabeth eben als einziger scheinbarer Ausweg in die Selbstbestimmung oder Freiheit, was natürlich ein Trugschluss ist. Das sind natürlich Sachen, über die man immer wieder reden muss und die man auch klarstellen muss. Ich finde, dass Romy Schneider auch herrlich unperfekt ist. Aber so die ganze Welt drumherum ist wahrscheinlich perfekt. Also wie sie alle aussehen, wie die Frisuren sind, wie das Licht ist, wie sie spielen. Aber auch sie hatte totale Ecken und Kanten, was ich großartig fand. Und vielleicht ist es das, dass man eine Kaiserin sieht, wie sie eben privat ist. Also wie wir es glauben, dass sie sein könnte. Würden Sie denn sagen, dass Sissi in dieser Darstellung eine Feministin ist? Sie ist eigentlich genauso wie adlige Frauen im 19. Jahrhundert waren, weil so eingeschränkt war man eigentlich gar nicht in der Schicht. Man durfte eigentlich alles tun, was man wollte und auch Affären haben und all diese Dinge, solange das nicht an die Öffentlichkeit kam. Aber das ist dann natürlich das Leben einer Politikerin im Grunde genommen auch. Also von daher, diese Projektionsfläche als Feministin von Sissi finde ich eigentlich, ehrlich gesagt, jetzt gar nicht so interessant. Ich mag dich gerne, wenn du so bist. Ich mag dich aber nicht mehr. Lach doch mal. Ist es. Ist. Sie spielen ja einen der wenigen Männer im Film. Normalerweise ist Franz natürlich eine wichtige Rolle. In dem Fall ist es jetzt ein bisschen was anderes. Wie war das für Sie? Es ist interessant, den Kaiser Franz Josef in diesen Tagen zu spielen, weil man kommt dann natürlich auf so manche Ideen. Und aktuell denke ich mir, ich würde auch gern dieses Land regieren. Ich würde auch gern dann so Mietbremsen erlassen. Oder ich würde mich dann als Kaiser darum kümmern, dass diese Mehrheit der Menschen, die wir sind, dass man die eher zahlungsfähiger belässt als zahlungsunfähiger. Also man bekommt so Gelüste, auch mal so das Land zu regieren, weil so schwer kann das ja offensichtlich nicht sein. Ich habe die Kaiserin lange nicht mehr so fröhlich gesehen, das liegt ganz allein an mir. Ich liebe dich, Elisabeth. Sieht aus wie eine Melone. Für meinen Geschmack siehst du viel zu reizend aus.